Pro Jahr werden bis zu 4000 Hektar Wald gerodet, um Platz für die vegane Luxusfrucht Avocado zu machen. Guten Morgen! Heute geht es um die Avocado und mein Aufruf an mehr Besonnenheit. Der Pro-Kopf-Verbrauch der Avocado ist in den letzten Jahren rasant angestiegen und damit auch die illegalen Abholzungen im Haupterzeugerland der Avocado Mexiko. Ein Großteil dieses Wachstums geht auf die Kappe der Veganer, da die Avocado quasi die Butter der Veganer ist. Und ich sag dazu auch gleich, es ist nicht notwendig die Avocado zu essen. Das heißt, wenn jetzt das Argument kommt, ja, vegan sein ist trotzdem besser als Fleischkonsum, ja klar, aber vegan ist viel, vegan ist nicht Avocado und Avocado ist nicht vegan. Also Avocado ist vegan, aber bedeutet nicht, dass das quasi dasselbe ist. Man muss die Avocado nicht nehmen. Egal wo man heutzutage steht und geht, überall wird gerade im veganen Bereich statt früher die fettige Butter nun die fertige Avocado aufs Brot gematscht. In jeder Torte bei der Avocado, in jedem Salat findet man diese fettig triefende und ölige Frucht und man hat beinahe den Eindruck, dass man als Veganer gar nicht ohne die Avocado leben kann. Warum ist das eigentlich so? Zum einen natürlich die ganzen Influencer, die ganzen Menschen, die das vorleben und sagen, hey, probiert die Avocado. Aber auch weil solche semi-seriösen oder semi-wissenschaftlichen Webseiten wie Zentrum der Gesundheit und Co. Als eines der Vorteile von der Avocado immer wieder folgenden Unsinn schreiben. Und zwar, das Fett der Avocado löst die fettlöslichen Vitamine A, D, E, K und so weiter. Man verschenkt dann nichts von den wertvollen Vitaminen. Also wenn man einen Salat macht, immer die Avocado mit rein, genau was man früher gesagt hat mit Olivenöl, immer das Olivenöl mit rein, damit die fettlöslichen Vitamine mit gelöst werden. Deswegen ist die Avocado so gesund. Aber wenn man diese Vitamine, die man denn lösen möchte, nicht als Supplement, sondern als ganze Frucht zu sich nimmt, Gemüse, Obst, egal, aber als ganze Frucht, dann braucht man kein Fett, um diese fettlöslichen Vitamine zu lösen. Da ist immer genug in der Frucht selber drin, sonst würde sie gar nicht für uns gut sein. Jede Möhre hat genug Fett in sich selber, um das Beta-Carotin für uns verwertbar zu machen. Deshalb brauchen wir kein zusätzliches Fett. Nur weil da fettlösliche Vitamine drin sind, hat eben zuerst die Industrie der Öle festgestellt, da sind fettlösliche Vitamine drin, da können wir uns dem Verbraucher sozusagen so eine Assoziation machen, so eine Verbindung herstellen, so eine künstliche, das sind fettlösliche Vitamine, macht Fett drauf, dann habt ihr mehr Vitamine. Ein ganz billiger Marketing-Gag, wirklich ein ganz billiger Marketing-Gag, mehr ist das nicht. Ne? Fettlösliche Vitamine, die in einer Frucht enthalten sind, sind immer gekoppelt mit genug Fett, dass es für unseren Körper verwertbar ist. Ihr braucht kein zusätzliches Fett. Auch alle anderen Vitamine einer Avocado können vollkommen problemlos durch andere, gesündere, regionale Früchte und Gemüse zu sich genommen werden. Es braucht keine Avocado. Die Avocado ist ein Luxusgut und gesundheitlich überhaupt nicht notwendig. Aber für viele eben auch durchaus wichtig bei der Umstellung auf vegane Ernährung. Das ist ein Punkt, den muss man einfach attestieren. Aber dann bitte in der Wahrnehmung, und das ist auch so ein bisschen wozu ich euch heute aufrufe, ich sage nicht lasst die Avocado weg, sondern Bewusstheit beim Konsum, Bewusstheit, Besonnenheit. Man kann die Avocado sehen, okay, ich brauche die in der veganen Umstellung, ich brauche die, auch wenn sie nicht optimal ist, aber ich nutze sie trotz dessen. Und das sozusagen in die eigene Wahrnehmung ein bisschen mit integrieren. Genauso wie es in einer omnivoren Ernährung nicht gut ist, viel Fett zu essen, ist es aber auch in der veganen Ernährung immer wieder ein Problem, dass die Menschen zu sehr nach konditionierten Gelüsten essen und nicht nach dem, was der Körper wirklich braucht. Avocado ist sogar sehr gesund in Maßen, aber nicht in Massen. Generell sollte man möglichst facettenreich essen, aber wirklich jeden Tag mehrmals Avocado zu essen, wie es viele betreiben, also früh als Butterersatz auf das Brot, mittags in die Suppe, nachmittags in den Kuchen und abends noch in den Salat reingeschnipselt, das ist definitiv nicht gesund. Und gerade vor dem Hintergrund der massiven Probleme, die in Mexiko jetzt durch den Avocado-Konsum entstehen, möchte ich heute einfach mal für diese Problematik etwas sensibilisieren. Mehr nicht, nur etwas Sensibilisierung, etwas Bewusstheit in euch sozusagen generieren. Ich möchte euch nichts wegnehmen oder euch animieren, dass ihr anderen die Avocado wegnehmt oder euch etwas schlecht reden, was per se ja nicht schlecht ist.
Aber in Mexiko sind die Umweltschützer und die Polizei derzeit ständig darum bemüht, illegale Avocadofelder und nicht genehmigte Rodungen zu unterbinden, die eben der Umwelt nachhaltig schaden. Und ja, entsprechend, und der Grund ist eben die weltweit die explodierende Nachfrage. Ihr tut mit einem massiven Avocadokonsum weder euch etwas Gutes noch der Umwelt. Ein ja, wunderbar regionales Produkt, wenn ihr Fett euren Speisen zugeben wollt, also nicht für die fettlöslichen Vitamine, da wisst ihr, braucht ihr das nicht, aber vielleicht für den Geschmack, ne, oder für das Wohlempfinden, ne, dann ist ein wunderbar regionales Produkt der Leinsamen. Der hat einen hohen Gehalt an Omega-3 Fettsäuren und das macht die Leinsamen noch wertvoller als die Avocado. Gemixt zum Beispiel den Leinsamen mit Kräutern und Gemüse wird daraus eine ähnlich fettig-ölige Paste wie die Avocado, welche aber dann eben wesentlich gesünder ist und auch wesentlich auf eure Nährstoffbedürfnisse ein bisschen abgerichtet sein kann, je nachdem was ihr damit reintut. Nochmal, Avocado ist nicht ungesund, ganz wichtig, ne? Ich möchte das nicht sagen. Aber sie enthält zum einen nichts, was auch in anderen Früchten und Gemüse enthalten ist, und zum anderen ist ein ja auch zu hoher Fettkonsum wahrscheinlich auch katalysierend für das Krebswachstum. Ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht, dessen Ansatz sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch noch konkretisieren wird oder eben auch nicht. Auf jeden Fall, derzeit des Wissensstands ist, zu viel Fett wird katalysiert Krebswachstum und deshalb auch aus dem Grund, wie es viele Gründe gibt, die gegen den Fettkonsum sprechen, aber auch das mal im Hinterkopf behalten. Aber das Hauptargument, was ich heute ins Feld führen möchte, ist ja einfach die Unausgeglichenheit unserer Nachfrage. Wie Lebensmittel von den Medien hochgehypt werden und dann plötzlich die ganze Erde dafür bluten muss. Und wir haben das quasi eine Nahrungsmode kreiert, ne? Wo früher die Kleidung entscheidet, ist heute die Nahrung so ein bisschen eine Modeerscheinung und entsprechende Früchte. Ne? Da gibt es grundsätzliche Sachen, die sich immer weiterentwickeln, Bewusstheit für eine gesunde Ernährung, wie zum Beispiel die vegane Ernährung, das ist einfach eine logische Konsequenz, die immer weitergeht, das ist ein gesundes Fundament, aber es gibt eben dann auch Modeerscheinungen und vegane Ernährung ist manchmal keine Modeentscheidung, eben aus dem Grund, weil es halt solide über die Jahre hinweg sich gebildet hat, aber dann gibt es eben so diese Modeerscheinungen, diese Modefrüchte, Superfoods, ne? Jetzt Chia, das ist alles von, wie ist das in unser Bewusstsein gerade, dass Chiasamen nun gerade so toll sind, ne? Obwohl Leinsamen mindestens ähnlich gut sind. Und regional, wie ist Chia in unser Bewusstsein gekommen? Durch die Medien, durch die Firmen, die Chia vertreiben. Das müsst ihr euch mal bewusst machen. Das sind Modeerscheinungen. Und die Avocado ist eine Modeerscheinung. Die Avocado ist gesund als Frucht, regional in Südamerika. Wunderbar. Aber bei uns ist sie eine Modeerscheinung. Ne? Aber ja, also das wollte ich euch nur mal sagen, also Profit- und Geldstreben steht da häufiger mal dahinter und aufgrund dessen werden jetzt einfach wirklich unnötig viele Bäume gefällt, gerodet und ja, und in 20 Jahren ist dann plötzlich wieder was anderes hip und es gibt dann ein neues Superfood, weil die Firma dann entsprechend Marketing betreibt und dann geht das alles wieder von vorne los. Ne? Zudem, unsere natürliche Nahrung, die wir schon immer als Mensch zu uns genommen haben, hat immer einen hohen Anteil an Kohlenhydraten. Das könnt ihr euch eigentlich auch immer mal merken. Ne? Fette sind wichtig, aber immer mengenmäßig nachrangig zu betrachten. Fast alle Gemüse und Obstsorten, unsere natürliche Nahrung, auch das Wildgrün, haben diese Zusammensetzung. Extrem viele Kohlenhydrate, ein paar wichtige Fette und ausreichend Proteine. Hört auf, diese Avocados wie Äpfel in euch reinzustopfen, besinnungslos, ohne Bewusstsein. Das ist mein Appell an euch. Man kann natürlich Avocado essen und immer mal oder diese für ein Gericht nutzen aufgrund ihrer schönen Konsistenz oder was. Aber nutzt vor allem regionale Fettlieferanten wie die Leinsamen, Walnüsse oder Hanfsamen. Ne? Esst mehr Obst und Gemüse, was eine gesunde Makronährstoffverteilung hat. Und ja. Und habt auch mit jedem Euro, den ihr ausgibt, immer im Blick, was daran hängt. Das ist auch so ein Thema von mir, bewusster Konsum. Und deswegen wollte ich auch einfach das Video machen. Ich weiß, es ist nicht so populär. Ne? Also Avocado, ihr liebt alle Avocado oder sehr viele von euch. Und, aber es tut mir leid, ich möchte euch bewusst machen und da kann ich keine Rücksicht auf eure Gefühle nehmen. In Mexiko zerstört eben dieser Avocado-Boom, genau, eben auch nicht nur die Wälder, sondern auch soziale Strukturen der ansässigen Bauern. Also sie ist auf mehreren Ebenen dieses Avocado. Ja, so ein Übermaß an extremer Nachfrage muss wirklich nicht sein. Muss wirklich nicht sein. Genießt die Avocado, aber in Maßen. Maßlosigkeit ist die Wurzel allen Übels. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen.
Es gibt natürlich Menschen, die Fett auch besser vertragen als andere, was den gesundheitlichen Aspekt angeht. Und weil der Stoffwechsel der Menschen auch individuell ist, die mehr Avocado vertragen. Und das wissen auch schon die alten Heilslehren wie das Ayurveda zum Beispiel. Den Link zu meiner Videoreihe zum Thema Ayurveda, 4 Teile, den gibt es oben in den Infokarten. Aber so viel Fett, wie manche Veganer in sich reinstopfen und vor allem eben auch mit der Avocado, das sollte eben aus genannten Gründen auch überdacht werden. Wie gesagt, unpopulär, aber ja, ich möchte diese Information einfach mit euch teilen und auch daran appellieren, dass ihr einfach darüber mal nachdenkt. Nicht mehr und nicht weniger. Dass ihr zumindest wisst, was ihr mit diesem massiven Avocado-Konsum unterstützt. Wie ihr euch entscheidet jetzt, ist eure Sache. Aber wichtig ist, dass ihr diese Information erhaltet und mit in eure Entscheidung einfließen lasst. Das ist ein bewusstes Leben. Deswegen mache ich diese Videos. Nicht um irgendwelche Dogmen irgendwelche Dogmen zu bedienen. Wie zum Beispiel, ihr müsst vegan werden. Sondern euch einfach die Möglichkeit geben, dank aktueller Information eine eigene bewusste Entscheidung zu treffen. Egal ob das vegan ist oder nicht vegan. Es ist bewusst. Entscheidet ihr euch für den grenzenlosen Avocado-Konsum, obwohl ihr wisst, dass das was das für die Welt und für die Menschen in Mexiko bedeutet und für eure Gesundheit. Wunderbar, finde ich gut, habt ihr toll gemacht. Ne? Entscheidet euch gegen den Avocado-Konsum, auch wunderbar. Bloß verschließt die Augen nicht vor Informationen, nur weil sie euch nicht in den Kram passen. Das ist mein Anliegen. Ne? Alles Liebe, wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Ich bin gespannt auf eure Meinung zum Avocado-Konsum. Ciao.